Heute in eigener Sache, Wasser oder Woi. Neben mir sitzt der Rainer Bach, der mir eigentlich die Fragen stellt, was es so im offenen Kanal Neues gibt für das Jahr 2020. Ja, natürlich, weil es mich nicht nur alleine, sondern unsere Zuschauer interessiert, was hat der OK in naher und ferner Zukunft so vor? Fangen wir am besten mal an. Aufnahmen. Welche Aufnahmen haben wir jetzt für die Zukunft, jetzt für die nähere Zukunft geplant? Ja, wir haben ja jetzt gerade den Neujahrsempfang der Stadt Speyer gefilmt, die Rede der Oberbürgermeisterin, ne? Insbesondere natürlich, ne? Ja. Klar. Was steht demnächst an? Vielleicht, das ist noch nicht ganz sicher, am 21., am 29.01. Ja, 29. Eine Januar. In der Stadthalle zum Thema Rheinbrücke. Kann das schneller gehen mit dieser Sanierung der Brücke? Das interessiert natürlich die Bürger. Oh ja. Vielleicht kriegen wir die Genehmigung. Wir haben sie noch nicht. Wir haben noch nicht angefragt dazu. Dann gibt es natürlich unangenehme Fastnachtssitzung, die man aufnimmt. Ja, Fastnachtssitzung. Ja, Fastnacht, ich bin ja eigentlich auch ein alter Fastnachter. Du hast gesagt, SKG, warum nur die SKG? Es gibt ja noch andere Karnevalsvereine. Ja, natürlich gibt es eine ganze Reihe an Fastnachtsvereinen, nicht nur in Speyer, sondern im ganzen Sendegebiet. Ne? Aber die SKG ist bei uns schon jahrelang Mitglied, glaube ich, die Gründungsmitglieder des offenen Kanals. Und das ist natürlich ein Grund, da die Herrensitzung mal wieder aufzunehmen. Jawohl, auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr den Brezelfest-Umzug gefilmt. Und geplant, dieses Jahr ist ja 1000 Jahr Feier in Otterstadt, dass wir dort den Karpfenfest-Umzug filmen. Das haben wir auch vorgesehen. Auf unserem Tapet steht das auch drauf, der Karpfenfest-Umzug. Da wird der Rainer ja wieder moderieren, dann denke ich. Ja, gerne, natürlich. Ja. Gut vorbereitet, den großen Festumzug. Ne? Ja, die wollen diesmal ein bisschen was mehr auf die Beine stellen, wobei in Otterstadt der Umzug ja immer schon ganz nett ist. Also ich bin ja auch immer da. Schauen wir das an. Ja, und Brezelfestumzug, ne? Ja, Brezelfestumzug ist dann eine Woche später am Sonntag, ne? Also durchaus ein volles Programm. Den Brezelfestumzug haben wir immer mal wieder aufgenommen, auch, da muss man dazu sagen, der Verkehrsverein ist Mitglied, schon ja Gründungsmitglied im offenen Kanal Speyer und das ist natürlich eine Sache, dass wir da immer dann auch mal den Brezelfestumzug aufnehmen. Denn sonst ist eigentlich unsere Devise, dass Bürgerinnen und Bürger Technik ausleihen können, da werden wir später noch drauf kommen, um dann eigenständig und eigenverantwortlich Beiträge zu drehen, wobei sie natürlich auch die Rechte dran haben dann an die Dinge. Das heißt, sie können durchaus ihre Beiträge dann auch auf ihren YouTube-Channel vom Verein bringen oder von einem Verein. Gehen wir nochmal drauf zurück auf die Vereine, die Mitglied werden können. Die haben ja da nicht nur den Vorteil, dass sie selbst sich darstellen können, sondern wir unterstützen die ja auch im OK. Ja, wir unterstützen die auf vielfältige Weise. In erster Linie leihen wir auch Technik aus. Über die Technik kommen wir noch später. Wir haben gute 4K-Camcorder da, ne? Also neueste Standard sozusagen, ne? Vier Stück. Wir haben ein paar ältere Camcorder da, die aber immerhin, die alle HD natürlich machen, das ist klar, ne? Dann natürlich gehören Stative dazu, ne? Ja. Wir haben, das ist natürlich für Schulklassen und so, und Schulprojekte, aber auch für Vereine interessant, eine Anlage, mit der man mit vier Kameras aufzeichnen und gleich abmischen kann. Ne? Aha. Ja. Da wollten wir ja auch ein bisschen was drüber erzählen, also bewegte Kameras, Slider, ich wusste bis jetzt nicht, was ein Slider ist, muss ich jetzt gestehen, jetzt weiß ich es natürlich. Dann zur bewegten Kamera wird auch ein Gimbal gehören, das heißt eine elektronische Stabilisierung für die Kamera. Ah, ja. Das heißt, dass sie immer dass das Verwackeln also minimiert wird, ne? Und eher in eine bewusste Bewegung übergeht. Ne? Also die Dinge leihen wir aus dann auch und das kostet die Leute nichts, wenn sie dafür einen Beitrag im offenen Kanal zur Sendung anmelden. Ne? Klar, das Material gehört ihnen, das heißt, sie können natürlich diese Beiträge auch für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wie unterstützen wir Vereine? Einerseits, wie gesagt, indem wir Technik ausleihen, ne? Aber indem wir natürlich auch Wunsch auch beraten. Wir bieten weiterhin Seminare an. Ja, das wollte ich auch noch fragen. Da haben wir aber noch keinen Termin. Wir wollen im Herbst, glaube ich, gell? Nicht vorgesehen. Ne? Ja. Also einerseits werden wir wieder eine Einführungsveranstaltung in die neuen Camcorder machen, über die UX 180 Camcorder. Aha, ne? Denn die sind schon ein bisschen komplizierter zu bedienen und sind auch relativ teuer, kosten 4.000 Euro. Ne? Ja. Ohne Stativ. Auch mal erwähnt werden. Die reine nackte Kamera. Ne? Und damit, gut, die Sachen sind versichert, das muss man natürlich dazu sagen, aber auch, aber trotzdem, die Bedienung ist nicht ganz so einfach. Wenn man das kann, also und dafür gibt es ja auch dann beim offenen Kanal Seminare. Ne? Ja, richtig, ne? Seminare, also wie gesagt,
Im Juni wird eine Woche der Medienkompetenz stattfinden. Mhm. Da ist der Termin noch nicht fest, aber das macht, wer die Landesmedienanstalt koordinieren, mit dem wir zusammenarbeiten, die uns da kräftig unterstützt. Ne? Und für die neue Technik, für die Mobil-, für die bewegliche Kameraführung werden wir extra ein Seminar dann im Herbst anbieten, wenn diese Technik im offenen Kanal fahren. So. Ah, die ist noch nicht da, aber wenn sie dann da ist und dann geht man einen Termin werden, bekannt und dann kann man sich da anmelden und kann man kommen, kann sich das anschauen, kann an dem Seminar teilnehmen. Dann haben wir noch für die Mitglieder, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Mitgliederversammlung, das müssen wir noch unbedingt erwähnen. Ist am 10. März ist unsere Mitgliederversammlung. Das schreiben wir aber nochmal ins Internet. Ne? Also da wird es eine Einladung geben. Auch muss es ja, gemäß Paragraf 42. Ja, habe ich zufällig gerade die Woche mal gelesen, in Paragraf 42 Mitgliederversammlung. Da steht im Vereinsrecht so drin, dass man da eingeladen werden muss, mit Tagesordnungspunkt. Ja. Was haben wir noch? Veranstaltungen, das haben wir jetzt gesagt alles. Mitglieder haben wir gesagt, werben. Ja, Mitglieder, also insbesondere werben wir natürlich derzeit Vereine wieder neu als Mitglieder. Und die Vereine, die neu geworbenen, die werden auch einen Vorteil haben, denn wir drehen mit denen einen kurzen Trailer, 3 Minuten lang, über wie sie sich vorstellen. Ne? Mhm. Vereinsvorstellung, können wir sagen, eine Vereinspräsentation. Ne? Ja, 3 Minuten, das ist relativ lang die Zeit. Ne? Da kann man schon einiges drüber bringen. Ja, halte mal 3 Minuten die Luft an. Ne? Ja, und dann, das steht auch jetzt den Vereinen schon zur Verfügung, nämlich fast täglich senden wir einen Trailer über unsere Mitgliedsvereine und da werden dann 30 Sekunden untergebracht, ne? 30 Sekunden Vereinsinfo, ne? Was macht der Verein, was sind die Besonderheiten des Vereins, warum würde es sich lohnen, bei Ihrem Verein Mitglied zu werden. Ja, genau, so wie jetzt beim offenen Kanal, ne? Warum es sich lohnen würde. Klar, weil man da eben sich selber, also den Verein darstellen kann. Man kann sich das ganze Equipment ausleihen, etc. etc. Ne? Ja. So ungefähr wird es sein. 30 Sekunden ist auch eine lange Zeit. Ne? Ja, was haben wir noch? Technik haben wir schon gesagt, ne? Dass wir jetzt neue Technik kriegen. Und im Herbst werden wir dann diese Technik auch vorstellen, Seminare machen. Die Termine, was wir jetzt in naher Zukunft haben, haben wir auch angesprochen. Wie gesagt, ist noch nicht ganz klar, ob wir da teilnehmen. Blenden wir noch auf eine Tafel ein. Wir haben geöffnet für Publikumsverkehr, unangemeldet durchaus, ne? Nämlich von montags und donnerstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Nicht mehr bis 21 Uhr. Jetzt ist es natürlich so, wer also aus Gründen eine Kamera dann später abgeben möchte, kann das tun. Der Dienst ist dann soweit da, soweit die Sache angekündigt wird. Oder wer auch den Schnittplatz nutzen will, ne? Schneiden, das weißt du selbst, dauert auch. Oh ja, das wollte ich gerade sagen, also das Schneiden. Machen wir auch immer bis 21 Uhr, wenn jemand da ist am Schnittplatz, der muss nicht um 20 Uhr. Dann, ne? Muss er nicht. Und wenn er um 21.05 Uhr fertig ist, mein Gott, ist er um 21.05 Uhr fertig. Ne? Zum anderen haben wir ja, muss man dazu sagen, einen FSJler, einen jungen Mann, der dann da ist, auch um mal unter der Woche Schnittplätze nutzen zu können, also zu den, ich sag mal, üblichen Tageszeiten, ne? Und natürlich auch Kamera ausgeben kann und auch entgegennehmen kann. Das muss aber dann jeweils vereinbart werden, denn der ist der macht auch Dienst in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. So. Ah ja, der Bastian, ne? Ja, der Bastian. Ja, wovon gibst du vielleicht noch die, was muss ich jetzt sagen, das haben wir gesagt, die Uhrzeiten, Öffnungszeiten und die Telefonnummer vielleicht noch vom OK, dass man dann vielleicht mal anruft und jemand ist da und macht dann einen Termin aus. Gut, günstig ist natürlich der Kontakt besser über E-Mail, ne? Muss man ganz dazu sagen. Ja. Blenden nochmal die E-Mail-Adresse ein, info@okspeyer.de, ne? Oder die Telefonnummer 28307. Da sind wir allerdings in erster Linie in den zu den Öffnungszeiten erreichbar. Ne? Oder wenn der Bastian auch da ist, oder wenn die Auszubildenden auch da sind, die beiden, der Niklas und der Lukas. Ne? Alles bestens, gut, dann sag ich mal Wolfgang. Ja. Vielen Dank für die Info. Ich spreche jetzt mal im Namen unserer Zuschauer und ja, wir sehen uns beim OK Speyer in der Zeppelin-Schule unten im Keller, ne? Da sind wir jetzt gerade. Danke, Wolfgang. Danke dann auch, ne?